Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Schild, wie versprochen hier direkt vor Claw City. Und wir schauen mal eben mal wieder ganz kurz auf unsere Pokémon, die wie folgt aussehen. Und zwar hat Luturzel Energieball gelernt und insgesamt haben sie auch die Level erhöht. Alle so roundabout zwischen 37 und 45 oder 44. Also schon relativ ordentlich. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hinein Richtung Claw City, wenn wir jetzt dürfen. Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz seine Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden. Und den Wasserorden ebenso. Und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt drei Arena-Altar besiegt, anschließend dem von Ancient City. Weiter so. Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sieh da, sie wollen meine Orden sehen? Bitte sehr. Danke, Challenger Bettis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Immer noch sympathisch, der Gute. Ein Sympathiebolzen hoch 10 und Hopp hat tatsächlich verloren. Aber das muss uns jetzt erstmal egal sein. Wir müssen uns jetzt einmal, oder wollen uns auch einmal ansehen, was Claw City denn alles so zu bieten hat. Und das sieht doch schon mal so ganz schön imposant aus. Herzlich willkommen also in Claw City. Sieht schon ein bisschen aus wie so eine Art Mittelalterstadt. Und einfach nur schön. Da werden wir also. Können uns jetzt frei bewegen und ich würde sagen, wir gucken mal hier. Liga-Präsident Rose, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten? Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Bettis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galars. Und Galar braucht nicht nur Wunschsterne. Galar braucht auch einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Schelm an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rose. Einen der beiden Günstlinge des Schelms habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Schelm werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Bettis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Na, Takero? Ich hoffe, du hast genau zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter der Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Galar-Region erzählen, bitte folge mir. Ich frage mich, warum er Bettis gewählt hat. Diesen Bettis, ja, ich verstehe es nicht. Rose wurde damals im Champ Cup Zweiter, das war für ihn der Sprungbrett nach ganz nach oben. Hast du schon im Stadion von Claw City gesehen? Es ist riesengroß. Ja. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das gute Stadion. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen, da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Klaus-Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Galar-Region umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten.
und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen, Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galas mit Hilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Oh, ich würde ja gerne auch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Takeru. Sie liegt in Richtung von Route 6. Okay, dann auf zur Schatzkammer, aber vorher noch ein bisschen hier umsehen. Hey, ich bin's, Balduin. Du hast dein Team ja ganz schön aufgelevelt, da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Und zwar einen Levelball. Okay. Umso leichter fangen lässt, je niedriger das Level im Vergleich zu deinem Team ist. Okay. Mit einem Levelball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je niedriger das Level im Vergleich zu deinem Pokémon ist. Schon faszinierend, was alles in einem Pokéball steckt, oder? Absolut. Der hat in jeder Arena eine neue, für uns neuen Ball. Du brauchst 7 Orden, bevor du es mit Roy, dem Meister, im Umgang mit Drachen-Pokémon aufnehmen kannst. Gut, also fehlen uns noch ganze 4 Orden dafür. Alles also Step by Step. Und wir müssen Richtung Route 6, also nach links. Denn dort ist die Schatzkammer. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal zuerst rechts um. Das hört sich doch mal nach einem guten Plan an, oder? Ist doch ein sehr guter Plan. Schild. Claw City, eine historische Stadt umgeben von Mauern, deren Entstehung bis ins Mittelalter zurückgeht. Okay, also mal wieder die ganzen Häuser hier stören oder stürmen. Soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Warum nicht, oder? Okay, ich würde sagen, wir nehmen unseren Starter und gucken mal, wie es um ihn so steht. Hallo, dann wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. What? Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Na, auch das können wir mal prüfen. Er strengt sich wirklich an, so viel Fleiß muss belohnt werden. Mit einem Fleißband. Auch sehr lieb. Du und deine Pokémon, also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gib einem Pokémon dieses Item mit seinem wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Eine Sanftglocke. Also hier können wir was abstauben auf jeden Fall. Und zutraulicher ist auf jeden Fall an sich nicht schlecht. Denn wie gesagt, bei unseren Pokémon, zumindest Kikalo, ist doch Luft nach oben. Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. So, und hier haben wir nochmal direkt ein paar Häuser. Da kann man sogar rein. Ich lebe mit Micro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit den Flugtaxis zu haben, Hut. Okay. Na, gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Okay, wundervoll. Dann fange ich gleich mal eben an. Wenn während eines Kampfes die Sonne nicht stark ist, dann werden Attacken vom Typ Feuer stärker, Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wie Solarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, können innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Die Genauigkeit von Attacken wie Donner und Orkan sinkt. Bitte nimm dies als Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Und zwar ein Heißbrocken. Okay, damit wird Sonntag verlängert. Das ist sehr cool. Da können wir genau das umsetzen, was er uns dann gerade erklärt hat. Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacken wieder erinnern. Boah Leute, ich muss gerade richtig aufpassen, nicht aufzustoßen. Immer dieses Essen vor der Aufnahme. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passen wir ja so gut. Das passt es gut, dass Roy der Wächter der Schatzkammer ist. Skull City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Ist kein Wunder, wenn du mich fragst. Diese Stadt ist wirklich großartig. Skull City? Ja, auch da gehen wir wohl nochmal hin. Und ja, der Weg ist versperrt. Wenn ich erst Champ geworden bin, hole ich mir die aller Wunschsterne der Welt. Und schenke sie dir. Mir oder wen?
oder ihr, sind Leute, die einen Wunschstände finden, etwas Besonderes? Vielleicht ja, vielleicht nein. So. Ah, hier haben wir noch ein paar Geheimnisse, das sehe ich jetzt schon. Und zwar unter anderem eine Zuckererdbeere, okay. Hm. Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Naturzone allerlei Zeug in ihrem Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die TP sammeln. Okay, hier können wir nicht hinein, aber hier haben wir was rumliegen. Und zwar ein Sonderbonbon, sehr gut. Damit können wir das Level eines Pokémon erhöhen. Das ist eine sehr coole Sache. Hm, du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Würdest du ihn für mich überbringen? Okay. Das freut mich, vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina, dann vertraue ich dir immer diesen Brief an, ja? Einen vergilbten Brief. Okay, von Mädchen erhalten, um einen Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergilbt aus. Bitte bring ihn zu Frank in Fairbelly. Okay, das merken wir. Merken wir uns mal hier für Fairbelly. Und eine Schlaubrille kriegen wir auch. Spezialangriffattacken werden dadurch verstärkt. Das ist sehr cool. Und damit haben wir ja schon die erste Seite quasi so ziemlich abgegrast. Bis auf den Bahnhof. Aber da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt rein. Also würde ich mal sagen, nichts wie zurück und dann schon mal die linke Seite anschauen. Wir können auch schon mal hier kurz ins Pokémon Center gucken und... Denn auch hier sind ja Leute drin. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena Challenger von der Stärke der Arenaleiter bestimmt wird? Ja, das wussten wir schon. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber Roy sah noch nie besser aus als in dem Moment, in dem er gegen Delian verloren hat. Diese Frustration, all diese Energie in seinem Gesicht. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das Roy's Trikotnummer ist. Bei Schließfächern und es versuche ich auch immer, die Nummer 241 zu ergattern. Das nenne ich mal einen richtig niceen Hardcore-Fan hier. So, auch hier nochmal hinein spaziert. Haja! Man nennt mich Mr. Focus, weil ich stets auf dem Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mit mir zu kämpfen? Was laber ich denn da heute, ey? Du bist wohl auch richtig fokussiert. Dann wirst du die Stärke von Mr. Focus jetzt mal im eigenen Leib zu spüren bekommen. Okay. Ein Pokémon-Kampf gegen Schwarzgurt Sven. Ja, läuft heute bei mir. Ja, vom Typ her schon mal nicht gut. Level 2? Okay, ich vermute mal, es wird trotzdem überleben. Denn es wird bestimmt einen Fokusgurt tragen, oder? Ich hab's doch gewusst. Natürlich, ein Fokusgurt. Okay, oh. Alles klar. Das war mal richtig knapp hier. Level 2, aber Notsituation hat extrem heftigen Schaden gemacht. Wir hätten fast gegen ein Level 2 Pokémon verloren. Wow. Unfassbar. So, ein Erfahrungspunkt mitgenommen für alle. Das ist schon mal richtig cool. In Sachen Fokus hast du diesen Kampf gewonnen. Ebenso wie ein Erfahrungspunkt. Hey, ja, du hattest du nicht erwartet, wie? Es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, du bist so fokussiert. Bei der Sache war es, möchte ich dir diese Fokus-Code hier schenken. Und da bekommen wir ihn. Das heißt, ein Pokémon wird immer durchhalten, also 1 KP. Man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon, Items und Attacken fokussieren. Immer schön daran denken, okay? Ich werde versuchen, dran zu denken. Und jetzt müssen wir nochmal tatsächlich zurück ins Pokémon Center und unsere Pokémon ganz fix heilen. Denn mit einem KP, klar, könnten wir auch Tränke einsetzen etc. Aber wenn das hier 3 Schritte entfernt ist, das Pokémon Center, dann ist es auch egal. Gut, übrigens, am Brassbury Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Okay. Auch eine interessante Information. So, und da hinten haben wir die Lion. Na, Takiro, wie läuft's so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er gerade bleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was.
Ich dachte mir, du als ein Rivale weißt vielleicht Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Sollen wir ihm sagen, gegen Bettis oder? Naja, könnte sein. Bitte kümmern sich gut um Hopp. Gerade als Rivalen ist es wichtig, dass ihr euch in solch schwierigen Zeiten zur Seite steht. Hoppla, ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird in der Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena Challenge überwinden musst. Du solltest ihn vor der Schatzkamera antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Gut, haben wir wieder mal gehört. Wir müssen zur Schatzkammer. Und zur Schatzkammer gehen wir auch, und zwar im nächsten Part. Denn dann geht's ja weiter bei Pokémon Schild. Und bis dahin, meine Lieben, macht es gut und ciao.